Borussia, BB2K, Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich hier was auf dem Tisch, was mich absolut begeistert. Denn ich habe sozusagen den Quell allen Übels hier auf dem Tisch. Naja, nicht so ganz den Quell, weil das ist ja auch schon wieder eine Weiterentwicklung. Es geht um die Erfolgsgeschichte AR-15, ja. Mit was hat das alles angefangen? Ein Teil davon habe ich hier auf dem Tisch und ich finde es richtig genial, dass Sniper S mir das für ein Review zur Verfügung gestellt hat, denn heute zeige ich euch das XM177E2, den Vietnam-Klassiker, der Urvater des heutigen M4s, ja, der Sündenbock aller langweiligen Waffen, die dann gefolgt sind. Aber ich will ja nicht rumjammern, ich möchte euch heute dieses geile Stück Geschichte eigentlich mal zeigen in Form einer Airsoft-Replik aus dem Hause Vipertech. Vipertech ist wirklich eine exklusive Marke, die Airsoft-Repliken herstellen. Absolut hochwertig, verschleißfrei, einfach geil und hochwertig und verschleißfrei und hochwertig. Ich sülz wieder zu viel. Was schon mal geil ist, ist auf jeden Fall schon mal den Kick. Und denke mal, damit starten wir mal das Intro. Yeah! Intro ist durch, hier bin ich wieder, ja, und starten wir erstmal zunächst. Mit was starten wir eigentlich? Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dem Preis an, denn das ist erstmal das, was wir erstmal verdauen müssen und auch als Basis nehmen müssen für den Verlauf des weiteren Reviews, damit sich vielleicht das eine oder andere erklärt. Denn die Vipertech XM177E2 kostet stolze 930 Euro. Halt, Korrektur. So viel hat sie nämlich gekostet, als ich sie ausgepackt habe. Mittlerweile hat Sniper es erfreulicherweise den Preis gesenkt auf, müssen wir mal schauen, ja, 798 Euro. Also über 130 Euro günstiger das Ganze. Und das macht die Vipertech XM177E2 absolut schmackhaft. Denn, das werdet ihr sehen im Laufe des Reviews, wir haben hier wirklich Meisterqualität in der Hand. Mit einem leichten Makel, der mir ein bisschen aufstößt, aber darüber werde ich hinwegblicken. Was es ist, ich denke mal, das werdet ihr sehen im Laufe des Reviews. Fangen wir also an. Bei Sniper S zurzeit runtergesetzt für, ich guck noch mal, 798 Euro. Es gibt auch von Vipertech noch andere AR-15 Modelle. Die ganzen Produktlinks packe ich euch in die Videobeschreibung. Wir starten aber jetzt endlich, ja, mit dem XM177E2 und dem Lieferumfang. Wer mein Unboxing gesehen hat, der weiß, was jetzt passiert. Ich fasse mich hier kurz. Wer sich die volle Packung geben will, der klickt mal hier auf den Link oben. So, starten wir. Lieferumfang. Vipertech XM177E2, wenn ihr das Paket bekommt und öffnet, dann werdet ihr diesen Pappkarton hier sehen, ja? So sieht er aus, schnöde in Pappbraun gehalten mit Vipertech Logo drauf, Airsoft Company, drehen, wenden, alles nix spannend. Wenn wir den Karton aufmachen, seht ihr, wie die Airsoft hier gebettet ist. Auch nur in Pappe und Luftschaum, sodass euch da nichts zerkratzt kriegt. Inhaltlich ist natürlich das gute Stück hier dabei. Die XM177E2. Dazu bekommt ihr ein 30 Schuss Gasmagazin. Keine Anleitung, nichts weiter, nur die Airsoft und das Gasmagazin für, ich guck noch mal, 798 Euro. Okay, genug Spaß gehabt. Schauen wir uns mal das gute Stück etwas genauer an. Machen wir mal den Bodycheck. Ich fahre mal
das Airsoft-Gewehr ein bisschen nah an die Kamera vorbei, sodass ihr euch das alles in Ruhe anschauen könnt. Also der Bodychecker, der hat mich ja sozusagen schon begeistert beim Auspacken. Selten habe ich sowas Hochwertiges in der Hand gehalten, rein jetzt so vom Optischen, ohne jetzt weiter auf die Details einzugehen. Also nur die Optik. Schaut euch mal dieses Finish an. Absolut realistisch gemacht. Haben wir eine Beschichtung, die absolut kratzfest ist und auch authentisch. Also es ist nicht schwarz, nicht grau. Das ist so wie so eine Art grün-grau. Sieht absolut echt aus. Haben wir auch wirklich hier einen 1:1 Nachbau von dem XM177E2 in Stahl und extrem hochwertigen 6061 T6 Aluminium gefertigt. Also das ist wirklich eine Aluminiumlegierung, wo ihr euch sicher sein könnt, hier geht soweit nichts kaputt. Das betrifft jetzt hier zum Beispiel hier den Body, der ist daraus gefertigt. Der Rest ist eigentlich, ja, kann man sagen, Stahl oder hochwertiges Kunststoff. Wie wir hier den Handgriff haben, Griffstück und hier den Schubschaft. Alles andere ist wirklich richtig hochwertig gebaut. Ja, und weil ich jetzt hier gerade ganz nah dran bin, haben wir das, was mir so ein bisschen die ganze Sache nicht aus Sammlersicht sehenswert macht, sondern mehr aus einer vielleicht Spielersicht. Das werden wir dann später noch feststellen. Denn wir haben leider hier nicht die Original Colt Markings hier auf dieser Airsoft Replik drauf. Das wäre wirklich das Sahnehäubchen gewesen. Wir haben jetzt hier ja, die Firma Vipertech selbst am Loa verewigt, aber auch schön eingraviert und eingelassen. Sieht es eigentlich sehr hochwertig aus. Ihr wisst, ich bin Sammler, ich hätte da eher was anderes gesehen. Ich versuche das jetzt auch auszublenden und mich davon nicht blenden zu lassen, sondern ich gehe jetzt wirklich nur auf die Airsoft mal ein, was Verarbeitung, Präzision, Qualität und so weiter angeht. Und da muss ich schon mal sagen, erster Step Bodycheck absolut 200%ig überstanden. Das Ding ist wirklich richtig genial gefertigt und es ist auch richtig hier. Hier wackelt und klappert nichts. Das Magazin sitzt absolut bombenfest drin. Auch hier die Griffstück richtig fest. Ein bisschen klapprig ist hier der Schubschaft. Ja, aber ansonsten alles toll. Und auch hier Spaltmaß. Es sitzt hier alles richtig gut und fest zusammen. Auch alles. Ich weiß gar nicht, ich finde ja nichts Negatives jetzt hier, was ich euch zeigen kann. Absolut genial. Und ich würde sagen, den Bodycheck hat die XM177E2 bestanden. Machen wir weiter mit so ein bisschen Geschichte. Ja, ein bisschen Geschichte fängt man immer an. Es war einmal vor langer, langer, langer Zeit. So auch hier mit dem XM177. Ich blende euch mal die Daten von der Real Steel hier ein. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Und während ihr liest, sülze ich euch mal voll mit Real Steel Facts. Ja, XM177 in Entwicklung, Produktion seit 1966 während des Vietnamkrieges. Ist das hier eine Forderung des US-Militärs gewesen während des Vietnamkrieges? Die waren auf der Suche oder besser gesagt, sie wollten haben und haben sie dann auch bekommen. Eine kurze Variante des Standard M16 Sturmgewehres. Ich blende es euch ein. Obwohl ich denke, muss ich nicht machen, weil ein M16-Gewehr kennt jedes Kind, ist eines der bekanntesten Sturmgewehre schlechthin, neben der AK-47, ein absoluter Klassiker. Und diese AR-15-Plattform ist auch noch heute ja, ein absoluter Kassenschlager. Und ich möchte nicht wissen, wie viele tausende Varianten vom AR-15-Modell in der Real Steel-Welt über den Tisch gehen. Das ist unglaublich. Und auch im Airsoft-Bereich ist AR-15 absolut der Hit. Ja. Wenn man kein Risiko eingehen will, stellt man einfach ein AR-15 Airsoft-Gewehr her. Und ja, man hat so gut wie gewonnen. Finde ich absolut stinklangweilig. Ich mag die AR-15-Plattform überhaupt nicht. Ist eine schöne Sache, aber ja, ist so wie so eine Barbie-Puppe, ja. Sieht immer gleich aus, bekommt immer andere Kleidung angezogen, so ein bisschen was anderes, mal ein bisschen da, ein bisschen hier und da. Aber im Endeffekt
ist und bleibt es eine Barbie-Puppe. Und das ist hier dieses AR-15. Interessanter sind da eher mehr die Urgesteine. Die finde ich absolut faszinierend und auch sammlungswert. Ich habe die M16A1 zu Hause von WE. Ja, und ich freue mich absolut, dass ich jetzt hier sowas Hochkarätiges von Vipertech in der Hand halte. Hier die XM177E2 Replik von Vipertech. Absolut gut gemacht. Und das sind die Sachen, die mich so interessieren, weil das ist wirklich der Quell allen Übels, ja. Der Urvater vom heutigen M4 und das ist hier wirklich richtig was Tolles. Ja, zurück zur Real Steel. Auch natürlich im Kaliber 5,56 NATO, wie das M16 Standardgewehr, konnte betrieben werden hier mit dem 30-Schuss-Magazin oder auch mit dem kurzen 20-Schuss-Magazin. Absolutes optisches Merkmal. Woran man dieses gute Stück erkennt, ist hier dieser Sound Suppressor, Mündungsfeuerbremse, diese Kombination. Dieses lange Stück hat halt natürlich dieses Design unverkennbar gemacht. Es hat zwei Funktionen, einmal hier als Mündungsfeuerbremse zu dienen und den Sound zu modulieren. Also ist kein Schalldämpfer in dem Sinne, sondern wirklich nur eine Modulation des Sounds. Denn gefordert war auch, dass vom Klangbild her das XM177 sich genauso anhört wie auch das M16, sodass die Feinde nicht erkennen können, mit was für ein Gerät man beschossen wird, ja, um gleich herauszufinden, scheiße, eine Spezialeinheit oder um so ein Sonderkommando kommt, sondern dass man hört, okay, man wird mit einem M16 beschossen, wie auch immer. Und das war halt Grund hier für diesen speziellen Mündungsfeuer Sound Suppressor oder wie man dieses gute Stück auch nennt, ja. Bei der E2-Variante ist dann zum ersten Mal auch der Vorrat-Assist ins Spiel gekommen, der halt dafür da ist, hier den Verschluss, wenn es so ein bisschen hakelt, in die richtige Position zu bringen. Dann haben wir hier den klassischen Schubschaft, der in der XM177-Variante nur die Position eingefahren und ausgefahren hat. Also nicht so wie bei den neueren Varianten, wo es hier mehrere Stufen gibt. Findet man aber, wie gesagt, diesen Crane-Stock immer noch heutzutage beim klassischen M4. Dann haben wir hier wie beim M16A1 auch hier diesen Vordergriff, den man nicht abmachen kann. Das ist ja dann auch erst später gekommen. Ja, und ansonsten erkennt man eigentlich unverkennbar, woher hier dieses XM177 kommt. Nämlich, wie schon gesagt, vom klassischen M16. Ja, ich denke mal, das reicht eigentlich als Real Steel Facts und machen wir weiter mit der Vipertech. Machen wir weiter mit den Daten. Hersteller Vipertech Modell XM177E2 haben wir hier ein Gewicht von 2434 Gramm. Mit Magazin sind wir bei stolzen 3167 Gramm, also ein richtig schöner Brocken. Haben wir eine Gesamtlänge von 755 mm im eingefahrenen Zustand. Ausgefahren sind wir dann bei 837 mm. Kaliber 6 mm Bibi. Magazinkapazität 30 Schuss. Das gilt für das Gas- wie auch für das CO2-Magazin. System Gas Blowback. Richtig schönes Ding. Haben wir hier eine Energie von 1,5 Joule bis 2,2 Joule. Und zwar die 1,5 Joule liegen an beim Green Gas Magazin. Mit CO2 kommen wir bis zu 2,2 Joule laut Herstellerangaben. Ja, und ihr wisst Bescheid, das habe ich für euch natürlich nachgetestet. Ich starte zunächst mit dem CO2 Magazin und anschließend dann mit dem Green Gas Magazin.
Das war der Chrono. Und ja, ihr habt es gesehen, CO2-Magazin, 2,2 Joule, also das Teil rockt hier ordentlich ab, richtig brachial. Mit Green Gas hatten wir 1,5 Joule erreicht, also eigentlich genauso auch wie die Herstellerangaben sind. Wenn ihr mit der Airsoft hier nur im Keller plinkt oder so Spaß haben wollt, sind die 2,2 Joule natürlich der absolute Fun-Faktor, ja. Gerade bei CO2, witterungsunabhängig, ob es kalt ist oder warm ist, habt ihr hier immer keine Probleme, was den Betrieb hier angeht. Zum Spielen, ja, 2,2 Joule, da bewegen wir uns hier mehr so im DMR- und Sniper-Bereich und ja, eine XM177 geht wahrlich nicht als Sniper oder DMR durch. Denk mal, wenn ihr hier einen Schalldämpfer anbringt, ein Zielfernrohr ranmacht oder hier noch irgendwie einen anderen Stop montiert, ich denke mal, da werdet ihr wahrscheinlich keine Genehmigung kriegen auf dem Spielfeld. Ja, wenn ihr das als Standard-Sturmgewehr benutzen wollt auf einem Spielfeld, dann bleibt euch eigentlich nur das Green Gas Magazin übrig mit 1,5 Joule. Da bewegt ihr euch eigentlich ganz gut. Sollte die Power dennoch zu viel sein mit 1,5 Joule, könnt ihr versuchen, mit unterschiedlichen Gassorten mal zu experimentieren. Es gibt von Nupol ja das 1.0er bis 4.0 geht das. 4.0 ist das stärkste, 1.0 ist das schwächste, habe ich nicht da. Ich habe mal zum Spaß 144A Gas eingefüllt, ja. Das ist ja normalerweise so für Tokyo Marui, also für Kunststoff Airsoft gedacht, um das ein bisschen zu schonen, das Ganze. Ja, konnte ich ohne Probleme einfüllen hier. Problem ist aber der Stahlverschluss. Ja, also ich konnte einen Schuss abgeben, das Teil hat sich auch so ein bisschen bewegt. Wo es noch voll war, über ein, zwei Schüsse konnte ich machen und danach ging gar nichts mehr. Das ist einfach viel zu schwach, das Gas hier für diesen Brecher. Also bleibt euch eigentlich nur übrig, mit Green Gas weiter zu experimentieren und ja, überhaupt bei Green Gas zu bleiben, wenn ihr aufs Spielfeld damit geht. Ja, wichtig ist natürlich, wenn ihr damit spielt, braucht ihr natürlich mehr als nur ein Magazin. Bei Sniper S sind zurzeit nur die CO2-Magazine gelistet für 79,90 Euro. Produktlinks packe ich euch rein. Green Gas ist natürlich für euch dann spannender als CO2. Ich gucke mal, ob ich da was finde im Netz, dass ich euch das verlinken kann. Beziehungsweise, wenn ich da von Sniper AS erfahre, ob die das listen. Und wenn sie es gelistet haben, dann packe ich euch natürlich die Produktlinks dazu auch herein. So, das war der Chrono. Machen wir weiter mit den Details und Funktionen. Und wie gehabt, arbeiten wir uns vor. Von vorne hier mit den Sound Suppressor, Mündungsfeuer, Bremsen, Kombination bis nach hinten zum Schubschaft. Ja, und wie gesagt, wir starten vorne mit diesem guten Stück. Der Flashhider besteht wie fast 90% der Waffe erfreulicherweise aus Stahl, hat eine Länge von 120 mm und ist natürlich bei Bedarf auch abschraubbar. Problem der ganzen Sache ist, wir haben hier kein Standard 14 mm Negativgewinde, sodass ihr euch ganz einfach hier bei Bedarf einen Schalldämpfer oder eine andere Mündungsfeuerbremse ranschrauben könnt. Hier benötigt ihr einen Adapter von Vipertech, der kostet 10,90 Euro, ist bei Sniper AS auch erhältlich. Also wenn ihr das Bedürfnis habt, hier was anderes ranzuschrauben, dann könnt ihr das mit Hilfe dieses Adapters machen. Aber ich finde ja absolut unnötig, weil ja XM177 muss einfach genau so aussehen, wie es auch im Lieferumfang ist, hier mit diesen genialen langen Flash Suppressor Sound Modulator oder wie auch immer das gute Stück heißt. Die vordere Visierung ist auch komplett aus Stahl gefertigt. Hier, ich packe mal meinen Magneten ran. Lässt sich auch in der Höhe verstellen wie das Original. Der passende Einstellschlüssel ist aber jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Unterhalb haben wir hier die Bajonettaufnahme, wo ihr, wenn ihr ja möchtet, euch ein Original M9 Bajonett oder einen Dummy ranstecken könnt. Machen wir weiter mit dem Outer Barrel. Der besteht natürlich auch aus Stahl und ist einteilig, geht von hier vorne bis hier zum Delta Ring.
versteckt durch den Handschutz, der genau wie das Original zweiteilig gefertigt ist. Der untere Teil lässt sich hier nach unten wegbauen, sodass man hier zum Beispiel eine Granatwerfer anbringen kann. Natürlich kann man das obere Teil auch abmachen, das werden wir jetzt auch gleich mal tun, denn unter dem Handschutz verbirgt sich nicht nur der Stahl-Outer Barrel, sondern auch das Hop-Up-Einstellrädchen. Wenn wir hier den Delta-Ring mit viel Kraft nach hinten ziehen, können wir den Handschutz, naja, mühelos nicht gerade abziehen, weil hier ist so viel Power hinter, ihr müsst da wirklich mit Kraft richtig nach hinten ziehen, um den Handschutz abzubekommen. Ich zeige euch mal den Handschutz mal näher ran, wie gesagt aus Kunststoff gefertigt. Im Inneren hat er hier aber nicht dieses Hitzeschild, sondern hier haben wir nur den puren Kunststoffhandschutz. Hier sehen wir die Gastube, die ist nicht aus Stahl gefertigt. Wie ihr sehen könnt, bleibt hier der Magnet nicht haften. Der Outer Barrel, wie gesagt, durchgehend komplett aus Stahl gefertigt. Ja, ich hatte euch gesagt, hier verbirgt sich das Hop-Up-Einstellrädchen. Das befindet sich hier auf der unteren Seite. Ich blende es mal ein bisschen näher an. Die Öffnung ist wirklich groß genug, um mit dem Finger hier an dem Hop-Up-Rädchen die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Erfreulicherweise hat VipaTech hier eingraviert, was wir machen müssen, in welcher Richtung. Plus heißt, wir erhöhen in dieser Richtung das Hop-Up, Minus heißt, wir reduzieren das Hop-Up. Die einzelnen Positionen rasten hier sauber ein und man hat auch nicht das Gefühl, dass sich hier beim Schießen irgendwas verstellt. Das Ganze sitzt hier richtig fest und stramm. Der Delta-Ring besteht aus Aluminium und wie bereits erwähnt, ist die verbaute Feder hier ordentlich stramm, sodass ihr mordsmäßig Kraft aufwenden müsst, um hier den Handschutz zu entfernen. Und da sind wir auch schon in der Mitte angekommen mit dem Upper und Lower Receiver, gefertigt aus hochwertigen 6061 T6 Aluminium. Dieser Body geht euch hier so schnell nicht kaputt, absolut hochwertig verarbeitet. Ihr seht auch, wie schön das Ganze hier zusammenpasst, Upper und Lower. Hier gibt es keine Spalten, richtig toll verarbeitet. Und abgerundet wird das natürlich auch durch diese tolle Beschichtung. Schaut euch die mal an, wie authentisch das aussieht. Und das Ganze auch kratzunempfindlich, richtig schön gemacht. Wie bereits beim Bodycheck erwähnt, haben wir hier nicht die Colt Markings, sondern die VipaTech Markings MKX2. Richtig schön tief eingelassen, auch alles ganz sauber verarbeitet. Machen wir weiter mit dem Feuerwehrhebel. Der Feuerwehrhebel ist aus Stahl gefertigt und hat die Positionen Safe, Einzelfeuer, Dauerfeuer hier gekennzeichnet. Nicht mit den typischen SEF, sondern mit diesem Piktogramm. Durchgestrichene Patrone heißt, in dieser Zustellung ist die Airsoft gesichert. In dieser Position eine Patrone heißt, wir können einen Schuss abfeuern. Und in dieser Position, wenn wir nicht in Deutschland wären, könnten wir hier das ganze Magazin in Full Auto rausrotzen. Der Feuerwehrhebel rastet richtig schön fest und stabil ein, wackelt überhaupt nicht und ist wirklich richtig solide gearbeitet. Weiteres Bedienelement ist hier der Bolt Catch und der besteht genauso wie der Feuerwehrhebel aus Stahl und hat natürlich auch, wie es sich für eine Gas Blowback gehört, auch eine Funktion. Das heißt, wenn ihr den letzten Schuss aus dem Magazin verfeuert habt, Pang! Was ein geiler Sound! Bleibt der Verschluss hinten hängen und kann durch den Bolt Catch, durch den Druck darauf, wieder gelöst werden. Was ein geiler Sound! Okay, dadurch haben wir ja elegant die Airsoft einmal umgedreht und wir schauen uns jetzt die Seite an und gucken uns an, was es hier für Bedienelemente gibt. Da haben wir zum einen schon mal diesen Dust Cover, der auch eine richtig schöne, stramme Feder hat. Und natürlich, wie sollte es anders sein, auch aus Stahl gefertigt ist. Lässt sich auch gut zuklappen, sitzt auch richtig fest, löst euch nicht aus Versehen. Und erst durch Öffnen oder Betätigen des Ladehebels springt dieser wieder auf. Dann haben wir hier auf der Seite auch noch den Magazinlöseknopf. Auch dieser ist, ich zeige es euch gerne auch nochmal, aus Stahl gefertigt. Und natürlich auch die Rückseite hier, die Halteklammer. Ist auch aus Stahl gefertigt, also richtig robust. Ja, schauen wir uns mal den Abzug etwas genauer an. Der Abzug selber ist natürlich aus Stahl gefertigt. Der Abzugbügel komischerweise nicht.
Schade, hätte ich natürlich auch gern in Stahl gesehen. Ja, schauen wir uns den Abzug genauer an, beziehungsweise Druckpunkt und Abzugsgewicht. Abzugsgewicht ist absolut, ja, hoch. Richtig hoch. Ich denke mal, es ist der höchste Abzuggewicht, was ich bis jetzt hatte bei einer Airsoft. Also hier muss man wirklich richtig mit Kraft drücken. Druckpunkt finden ist auch sehr, sehr schwer. Ich drücke, 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 fühle hier wirklich nichts, drücke immer mehr. Drücke, 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 drücke. Jetzt habe ich das Gewicht überstanden und bin am Druckpunkt. Und jetzt, zack, löse ich satt aus. Ich spanne nochmal. Drücken, 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 drücken. Jetzt habe ich ihn und zack. Alles sehr schwergängig. Also man kann ja nicht richtig präzise arbeiten. Da muss man wirklich ein bisschen an seinen Fingermuskel arbeiten. Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, jetzt habe ich ihn, zack, kann man hier schon kontrolliert auslösen. Werfen wir einen Blick auf den Ladehebel. Der ist nicht aus Stahl gefertigt, sondern nur aus Aluminium. Die Halteklammer ist aber aus Stahl gefertigt. Ja, ziehen wir ihn mal raus. Rastet jedenfalls ordentlich ein. Man muss schon wirklich hier die Klammer drücken, um den Ladehebel nach hinten zu schieben. Sitzt auch eigentlich einigermaßen spielfrei drin. Wackelt natürlich, aber wenn man das mal wie mit der 417 vergleicht, ist das hier wesentlich besser gefertigt. Werfen wir noch einen Blick auf die Lochkimme. Die besteht aus Stahl, ebenso wie das Einstellrädchen, mit dem ihr die Kimme von links nach rechts fein justieren könnt. Das Einstellrädchen sitzt wirklich richtig bombenfest, sodass ich es nicht schaffe, mit meinen Fingern hier das hier einzustellen. Ebenso schwer ist auch das Umklappen der Lochkimme in die zweite Position durchdrücken. Das geht auch richtig stramm, hält also ordentlich fest, ja. Nicht so schlabberig wie bei anderen Airsoft-Modellen. Das ist hier richtig solide gefertigt. Der Forward Assist besteht auch aus Stahl und hat auch diese typische ovale Form, wie die Vorgängermodelle es hatten. Ja, und das Schöne an diesem Forward Assist, das ist nicht nur Deko so zum Reindrücken, sondern der hat auch wirklich die richtige Funktion. Das heißt also, wenn der Verschluss hier vorne nicht richtig nach vorne geht, sondern ein bisschen klemmt, ja, kann durch Drücken des Forward Assist der Verschluss weiter nach vorne gedrückt werden. Aufgrund dieser Verzahnung hier, die wir am Verschluss finden, wenn wir drücken, greift der Vorwärtsassist in diese Verzahnung rein und drückt den Verschluss nach vorne. Ich kann das mal so ein bisschen simulieren mit meinem Finger. Ich drücke hier mal den Finger rein. Also der Verschluss ist jetzt nicht ganz nach vorne wegen meinem Finger, der jetzt schon wehtut. Ja, und nicht genug. Ich drücke jetzt hier nochmal drauf. Und jetzt merke ich jetzt, drückt das hier wirklich richtig gegen meinen Finger und der tut jetzt richtig ordentlich weh. Ich befreie ihn mal wieder. Ihr könnt sehen hier, Quetschverletzung, alles nur für euch. Also der Vorwärtsassist hat Funktion. Das Griffstück ist aus hochwertigem Polymerkunststoff gefertigt, ist sauber verarbeitet, sitzt bombenfest hier am Airsoft-Gewehr, hier wackelt und klappert nichts. Richtig schön fest gefertigt, hat hier auch die authentische Rifflung und diese Ausbuchtung hier mit dem Loch, genauso wie wir es vom XM177 kennen. Haben wir es fast geschafft? Wir sind hinten angekommen. Die Castlenut besteht aus Stahl. Der Schubschaft selber aus Kunststoff gefertigt. Sehr stabil das Ganze. Hat ja genau die zwei Positionen wie das Original auch. Eingefahrener Zustand und komplett ausgefahrener Zustand. Zwischenstufen gibt es hier bei diesem Stock nicht. Im hinteren Zustand merkt man, dass hier doch etwas Spiel drin ist. Sitzt nicht ganz stramm, aber ist noch in Ordnung. Hier oben haben wir die Möglichkeit der Sling-Aufnahme. Ja, und zum Schluss bleibt uns noch die Tube. Und da muss ich sagen, der Magnet hält hier nicht. Die Tube ist aus Aluminium gefertigt. Gucken wir uns das Magazin nochmal etwas genauer an, beziehungsweise die Verarbeitungsgenauigkeit. Ja, das im Lieferumfang enthaltene Green Gas Magazin sitzt in der Airsoft wirklich richtig spielfrei drin. Wackelt und klappert nichts. Dadurch ist nach oben hin alles perfekt abgedichtet. Richtig toll. Dennoch ist der Magazinwechsel einfach. Durch Knopfdruck löst sich das Magazin ohne Sperrigkeit raus und lässt sich auch ohne Probleme wieder einlegen. Richtig toll gemacht. Also das ist wirklich Passgenauigkeit vom Feinsten. Ja, ich hole das Magazin nochmal raus.
Und wir schauen uns mal das Green Gas Magazin etwas genauer an. Das hat eine Kapazität von 30 Schuss. Ja, ist im Stahlblechkleid umhüllt. Mit einer Gasfüllung könnt ihr zwei Magazinladungen ohne Probleme rausschießen. Sind so um die 60 Schuss. Plus, minus. Ja, ist auch absolut dicht das Ganze. Super verarbeitet und ja, Ersatzmagazine, sobald ich da was weiß, wie gesagt, packe ich es euch unten in die Videobeschreibung, denke, wird so auch um die 80 Euro kosten, wie das CO2-Magazin. Das zeige ich euch auch noch mal ganz kurz. Das sieht so aus, also eigentlich gar kein Unterschied zwischen dem Green Gas Magazin, außer dass ihr hier bei dem hier keinen Einfüllstutzen habt. Wie bei dem Green Gas Magazin. Gewicht so um die 600 Gramm. Green Gas Magazin 700 Gramm. CO2 Magazin, da habt ihr halt eine Power von bis zu 2,2 Joule. Ordentlich. Ja, und wie kommen jetzt hier die CO2-Kapseln rein? Das ist ganz einfach. Hier habt ihr unten im Boden, könnt ihr das Blech wegschieben. Dann sieht das so aus. Im Lieferumfang befindet sich hier zum Magazin ein 6-Kant-Schlüssel. Den setzt ihr hier an der äußersten Schraube an. Löst diese komplett. Ja. Dann könnt ihr hier das Magazin aufklappen und ihr seht hier den Zugang für die CO2-Kapsel. Das Ganze ist gefedert, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Ihr könnt jetzt die CO2-Kapsel reinpacken. Wie ihr sehen könnt, dank der Feder rutscht sie euch dann auch nachher nach dem Gebrauch gut wieder raus, ohne dass ich das hier verhaken kann. Das ist wirklich auch sehr schön gemacht. Ja, dann zuklappen. Schraube wieder einsetzen, zuschrauben bis zum Anschlag. So, dann nimmt er die mittlere Schraube, setzt da den 6-Kant-Schlüssel an und jetzt mit der mittleren sticht ihr jetzt die CO2-Kapsel an. So, dann noch das Blech wieder drauf schieben. Und das Magazin ist einsatzfähig. Ihr seht mich draußen, das heißt, Schusstest ist angesagt. Heute mit der Vipertech XM177E2. Ich schieße einmal mit dem Gasmagazin und einmal mit dem CO2-Magazin auf 30 Meter Entfernung auf ein 50 x 50 cm großes Ziel. Temperatur heute 21 Grad. Böig, richtig böig, sodass es interessant wird, wie die Bibis dann so auf die Zielscheibe ankommen bei der Entfernung. Ja, und wie gesagt, ich starte zunächst mit dem Green Gas Magazin und danach kommen wir mit dem CO2 Magazin in die zweite Runde. Viel, viel Spaß! So, das waren jetzt 10 Schuss und ja, jetzt ratter ich die nächsten einfach mal sinnlos drauf. Schauen wir uns das Ergebnis mal etwas genauer an. Ich habe 10 Schuss auf 30 Meter gemacht, mal so richtig langsam und präzise und ruhig, ja, und den Rest habe ich einfach mal so aufgedonnert und wenn man sich das nochmal anguckt, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe eine Group Size von 33 cm und der ist eigentlich dem geschuldet, ja, von meiner letzten Ratteraktion. Ansonsten muss ich sagen, ist das sehr akkurat, wenn man sehen kann, sind eine ganze Menge Bibis ins Schwarze gegangen und das auf 30 Meter hier mit der Vipertech XM177E2. Ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt wechsle ich auf das CO2-Magazin und dann gucken wir mal, wie das so rockt.
5. Zehn Schuss. Gucken wir uns erstmal diese 10 Schuss an. Auch das Ergebnis mit dem CO2-Magazin, ja, lässt sich sehen, wie ihr sehen könnt. 23,1 cm Group Size habe ich. Auf 30 Meter sind hier die Bibis ja ziemlich gut auf die Scheibe gekommen. Ich habe ja alle 10 Schuss draufgebracht. Viele sind ins Schwarze gegangen. Ja, und ich würde sagen, rotze ich nochmal das Magazin leer und dann schauen wir uns mal an, was dann passiert mit CO2. Okay, 35 Schuss sind jetzt drauf und ja, Group Size hat sich nur auf 33,3 cm erhöht und das hier beim ja, sinnlosen Draufträgern, muss ich sagen, gar nicht mal so schlecht. Das Vipertech überzeugt. Das war der Schusstest gewesen, ja, und für diese bügigen Verhältnisse eigentlich gar nicht mal so schlecht, haben wir eigentlich fast alles abgehakt. Also wir haben geschossen, wir haben gekront, wir haben uns das Äußere angeschaut, was noch fehlt, sind die inneren Werte und die sehen auch nicht schlecht aus. Lasst uns das gute Stück mal auseinandernehmen. Das absolut Geile bei einer Gas Blowback Airsoft Waffe ist, dass man ja diese Airsoft Repliken genauso auseinandernehmen kann wie auch das reale Vorbild. Und das ist hier bei der Vipertech auch nicht anders. Dank der AR-15 Plattform, die wir hier haben, geht das auch richtig schnell. Ich zeige es euch. Zunächst entfernen wir hier das Magazin, legen es zur Seite. Dann wird der Ladehebel kurz einmal bedient, um im Inneren zu schauen, ob hier noch eine Patrone bzw. Bibi enthalten ist. Ist jetzt natürlich bei der Gas Blowback etwas nebensächlich, da die ganze Power und Energie ja jetzt hier in dem entfernten Magazin liegt. So, wie geht es weiter? Ihr braucht jetzt eigentlich nur einen Bolzen zu lösen. Dieser Bolzen befindet sich hier an der Stelle, besteht auch aus Stahl, heißt, das geht euch auch nicht so schnell kaputt. Um ihn zu lösen, dreht ihr das Gewehr einmal um. Hier ist der Bolzen nochmal. Mit dem Finger kurz vor reindrücken. Den Rest könnt ihr zum Beispiel mit dem Sechskantschlüssel erledigen, der hier auch beim CO2-Magazin enthalten war. Reindrücken bis zum Anschlag. Es macht Klack. Das heißt, der Bolzen ist jetzt in der äußersten Position. So sieht das aus. Der lässt sich auch nicht weiter rausnehmen, der ist jetzt hier arretiert, hat den Vorteil, ihr könnt ihn nicht so leicht verlieren. Ja, und jetzt, genauso wie beim Original, könnt ihr jetzt die Airsoft aufklappen. Das sieht dann so aus. Jetzt ist sie aufgeklappt und jetzt könnt ihr den Verschluss und den Ladehebel entfernen. Dazu den Ladehebel entriegeln, rausziehen. Der Verschluss kommt mit raus. Ihr zieht ihn jetzt komplett raus. Da ist er, ich lege ihn mal zur Seite. Dann könnt ihr auch gleich den Ladehebel entfernen. Den packe ich hier auch nochmal zur Seite. So, und dann habt ihr eigentlich ja grundlegend erstmal schon alles gemacht. Damit ich hier mit der Kamera besser an die Internals rankomme, machen wir hier auch noch diesen Bolzen, der auch aus Stahl gefertigt ist. Den treiben wir jetzt auch nochmal raus. Dann können wir nämlich den unteren von dem oberen Teil der Waffe lösen. Dazu drehe ich das Ganze wieder um. Hier seht ihr den Bolzen, drücke ich wieder rein. Den Rest mache ich dann wieder mit dem Sechskantschlüssel. So. Auch hier arretiert der Bolzen am Ende der Position und dann kriegt ihr die Waffe komplett auseinandernehmen. Und so sieht das dann ja im ausgebauten Zustand aus. Und wir schauen uns jetzt die einzelnen Elemente des Internal-Lebens etwas genauer an. Starten wir gleich mit dem Highlight von den Internals und das ist hier für mich der Verschluss. Denn dieser Brocken hier wiegt 300 Gramm, ist aus den Vollen gefräst und besteht komplett aus Stahl. Wahnsinn hier, der Magnet hält da, der hält überall. Absolut genial.
Und dieser Stahlverschluss sorgt für diesen genialen Blowback-Effekt. Ja, wenn der Verschluss nach vorne fletscht, zuckt eure Schulter. Ja, das Ding ist absolut brachial. Und ja, geht euch so schnell nicht kaputt. Wie sieht es denn hier mit dem Nuzzle aus? Wenn ich den mal betätige, hört mal. Hört sich nicht so an, als ob Kunststoff auf Stahl trifft. Auch der Nuzzle ist aus Metall gefertigt, nicht aus Stahl, aber aus Aluminium. Hier, der Magnet hält hier nicht. Das Ganze aber auch super verarbeitet. Gleitet hier der Nuzzle ganz toll, spielfrei hin und her. Ganz toll gemacht. Und hier habt ihr wirklich was Verschleißfreies in der Hand, wo ihr so schnell nicht Angst haben müsst, dass euch hier was kaputt geht. Werfen wir zum Schluss noch mal einen Blick ins Innere der Abzugsgruppe. So sieht das Ganze aus. Wipertech typisch, perfekt verarbeitet. Alles in Stahlbauweise, außer das helle, was ihr hier seht. Das ist CNC gefrästes Aluminium. Der ganze Rest komplett aus Stahl. Das heißt hier der Hammer. Ist aus Stahl. Abzug hatte ich euch ja schon gesagt, ist komplett aus Stahl. Bolt Catch aus Stahl. Ich betätige mal den Abzug. Der Wolf Knocker, ich weiß nicht, ob man den hier gut sehen kann. Halt mal den Magneten rein. Hier, der besteht auch aus Stahl. Hier, alles aus Stahl gefertigt, sodass ihr euch hier gewiss sein kann, dass ihr hier viel, viel Freude habt mit der Wipertech, ohne dass euch so schnell hier was kaputt geht. Und dann sind wir auch schon bei den Pro und Contras angekommen. Heute die Wipertech XM177E2 bzw. MKX2, so wie sie hier auf dem Gehäuse heißt, ist aber ein 1:1 Nachbau von dem Klassiker Colt XM177E2. Das kommt an die erste Position. Das hat Wipertech wirklich richtig toll gemacht. Position 2 ist die Verarbeitung. Ein absoluter Traum. Hier ist alles passgenau gefertigt. Es gibt nichts, was ich hier bemängeln kann. Es wackelt und klappert nichts. Alles spielfrei verbaut. Es gibt keine Spalte. Nichts, was hier irgendwie mir sagen lässt, es ist schlecht, es ist richtig gut. Das Einzige, was hier so ein bisschen klappert, ist, wie gesagt, der Schubschaft in der hinteren Position, aber auch alles gar nicht so dramatisch. Wipertech hat hier wirklich 1A Arbeit geleistet. Die Beschichtung, ja, ein Traum. Ich finde, diese Farbe ist so authentisch nachgebildet. Einfach ein Traum. Die Kunststoffparts, sehr, sehr stabil, ganz hochwertig. Hier knarzt nichts, richtig fest. Aluminiumparts sind nicht einfach nur billiges Aluminium, sondern Wipertech hat hier wirklich hochwertiges Aluminium gewählt, sodass ihr wirklich etwas in der Hand habt für diesen Preis, was euch so schnell nicht kaputt geht. Der Rest ist, wie gesagt, komplett aus Stahl gefertigt. Die Internals komplett aus Stahl, der Stahlverschluss, Aluminium-Nuzzle, gerade dieser Stahlverschluss, der zaubert euch hier diesen Wahnsinnskick, ja, in die Schulter und dieses Grinsen im Gesicht. Und wenn ihr mit CO2 arbeitet, dann verstärkt sich dieser Kick auch nochmal. Und ihr braucht keine Sorge haben, dass euch mit CO2 hier was kaputt geht, weil hier ist, wie gesagt, innen alles darauf aufgebaut, dass ihr hier super lange viel Freude habt mit diesem Airsoft-Gewehr. Ja, nächster positiver Punkt ist die Präzision. Ich habe bei ziemlich böigem Wetter mit dieser Airsoft geschossen und habe auch alles auf einen 50x50 Ziel platzieren können. Nur nicht alles hier snipermäßig ins Schwarze. Hatte viele Ausreißer gehabt, aber aufgrund dessen auch geschuldet, da es ziemlich böig war. Da wir hier auch eine gute Power haben, können wir hier auch mit unterschiedlichen Bibi-Sorten mal experimentieren. Mit den Grammzahlen vielleicht mal auf 2,8, 3,0 gehen. Hop-up noch ein bisschen justieren. Also ich denke mal, hier lässt sich noch eine ganze Menge rausholen. Was gibt es noch zu den positiven Sachen zu sagen? Ich denke mal, wir haben die jetzt alle durch, oder? Ja, ich würde sagen, waren auch eine ganze Menge. Machen wir weiter mit den negativen Parts und die gibt es natürlich auch. Angefangen mit dem hohen Verkaufspreis. Ja, wenn man das vergleicht mit der WE, die WE bekommt also für 300 ein paar zerquetschte, sind hier 930 Euro natürlich ein absoluter Schock. Ja,
Wenn man sich denkt, Mensch, Gerstblober kriegt man auch günstiger, warum kostet das Teil so viel? Hatte ich euch eigentlich in dem Review auch gesagt und auch alles, was ihr gerade bei den Pros seht, erklärt hier diesen Preis. Wenn ich das vergleiche mit einer VFC G28, die ist außen hui, innen fui, ja. Da kann euch schnell was kaputt gehen an den Internals. Habt ihr hier bei der Wiper-Tech dich, hier habt ihr von außen bis nach innen wirklich 1A Verarbeitung. Und das rechtfertigt den Preis eher mehr als ein G28 von VFC. Preis ist auch hier Magazin. Auch nicht ohne, 80 Euro kostet ein Ersatzmagazin. Wenn ihr damit also spielen geht, müsst ihr da auch noch mal ein paar Taler über den Tisch hauen, um euch noch Ersatzmagazine zu kaufen. Ist also wirklich eine richtig teure Sache. Aber auch die Magazine sind absolut perfekt gebaut, dicht, ohne Spiel in der Waffe drin, funktioniert absolut gut. Bin schon wieder am Schwärmen, obwohl ich bei den Negativpunkten bin. Ja, das Beste von den Negativpunkten habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Das betrifft eigentlich nur mich persönlich. Und das ist mehr nur eine optische Sache. Und das ist das, was ich eigentlich ein bisschen bedauere. Wir haben hier leider nicht die Colt Markings drauf, sondern die Wiper-Tech Markings. Wären hier die Original Colt Markings drauf, ja, dann würde ich das Ding sofort verstecken und nicht mehr zu Sniper schicken. Dann wäre das ein absoluter Traum. Also da gibt es dann nichts mehr zu meckern. Dann wäre auch der Preis absolut gerechtfertigt, wenn er noch bei 930 Euro liegen würde. Ist ja mittlerweile auch herabgesetzt worden auf, ich muss das immer wieder gucken, 798 Euro. Ich kriege das nicht in meine Birne rein, aber nicht zum Schluss. 798 Euro. Also, Sniper hat das Ding noch reduziert, was es natürlich noch ein bisschen schmackhafter macht. Ja, ich denke mal, jetzt habe ich auch alle Negativpunkte durch. Machen wir weiter mit meinem Fazit und der Kaufempfehlung. Fazit, Kaufempfehlung. Also, für 798 Euro, ich habe es mir gemerkt, für 798 Euro macht ihr hier einfach nichts verkehrt. Ihr bekommt eine out-of-the-box super geniale Gas-Blowback Airsoft-Waffe, die top verarbeitet ist, ja, störungsfrei läuft, Internals verbaut habt, die wirklich ja verschleißfrei sind, so dass ihr wirklich lange Zeit viel Freude habt mit diesem Gewehr. Es schießt präzise, macht einen Höllenspaß. Dank dieses Stahlverschlusses habt ihr hier einen Wahnsinnskick. Ihr könnt von Green Gas auf CO2 Magazin wechseln, um noch mehr Bums zu haben. CO2 auch perfekt für ja, kältere Temperaturen draußen. Da seid ihr sozusagen ja temperaturunabhängig, habt dann aber natürlich 2,2 Joule an Bord. Ist ein bisschen heftig. Green Gas Magazin sieht schon wieder anders aus. Aber wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt gerade durch die Reduzierung auf 798 Euro im Gegensatz zu 930 ist das Ding hier eigentlich schon eine Kaufempfehlung. Mein einziger Kritikpunkt, den ich habe, sind ja nur für mich persönlich aus Sammlersicht hier, ja, boah, Colt Markings. Wenn die drauf gewesen wären, dann ja, wäre das Ding sowas von eingesackt. Aber nicht jeder ist so wie ich so verrückt nach Original-Markings. Wäre auch ein bisschen schade, das Ding hier nur darauf jetzt hier herabzuwürdigen, nur weil diese Markings nicht drauf sind. So gesehen habe ich noch nie sowas Tolles in der Hand gehalten für diesen Preis. Ich hatte ja schon gesagt, VFC G28 Gas Blowback, ja, kostet genauso viel wie diese Wiper-Tech. Und die ist eigentlich nur außen hui und innen nicht so dolle und pralle. Da geht euch schnell was kaputt von den Internals. Hier Wiper-Tech ist wirklich von außen bis nach innen alles top. Also hier gibt es echt nichts zu meckern. Ist natürlich ein anderes Design, was nicht jedem gefällt. Ich als alter Mann ja finde diesen Klassiker absolut genial. Und wie gesagt, wenn Colt Markings drauf wären, dann wäre das Ding sowas von eingesackt und ich würde es nicht mehr hergeben. So. Das war mein Fazit und die Kaufempfehlung. Ich hoffe, euch hat mein Review hier zu der Airsoft Spaß gemacht. Hinterlasst mal ein paar Kommentare, was ihr hier zu der Wiper-Tech haltet. Ist das was für euch oder eher weniger? Wie seht ihr dieses Preis-Leistungs-Verhältnis? Seht ihr es genauso wie ich, dass dieses gute Stück eher mehr das Geld wert ist als eine VFC G28? Schreibt das mal alles rein.
Ja, wer es noch nicht getan hat, der kann gerne mal meinen Kanal abonnieren, würde ich mich richtig drüber freuen. Oder wer noch mehr sehen will, kann unten nochmal klicken und sich ein weiteres Video von mir anschauen. Ich darf mich nochmal bei Sniper bedanken, die mir hier dieses gute Stück zur Verfügung gestellt haben. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht bis dahin gut. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Euer Bruce.